Und weiter geht's mit Assassin's Creed Brotherhood. Hui. Jetzt heißt es erstmal Geld holen, weil eben, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, Geld kam. Ja. Was gibt's Neues? Was können wir Schönes kaufen? Lalalala. Erstmal reparieren. Boah, schön. Plattenschutzbrustpanzer kostet 8200. Kaufen wir. Wir können es uns ja leisten. Ach, ich möchte gerne mein Schwert übrigens wieder haben. Darüber wäre ich sehr erfreut. Ich will nicht das Pferd haben, ich wollte mit dem Händler sprechen. Mann, Ezio. Erstmal machen wir das auch. Oh. Ich will nicht aufsitzen, ich will mit dem Typen reden. Mann, was soll denn der Mist? Das ist falsch. Bereits im Besitz. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn das besser? Jetzt testen wir mal gucken, ob der letzte Borgia-Turm da unten jetzt mittlerweile begehbar ist. Worüber ich mich sehr freuen würde, wenn das gehen würde. Au. Düdüdüp. Düdüdüp. Was war's denn? Da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin, da wollen wir hin. Mal schauen, ich hoffe, dass er jetzt dahin kann. Das wäre schön. Das wäre so schön. Ja, so schön. Leonardo ist da, dann können wir das letzte Upgrade kaufen, die Giftpfeile. Und interagieren. Ezio, die Franzosen geben Roma auf. Der Baron de Valois wurde in seinem eigenen Lager ermordet. War es vielleicht ein Assassine? Es gibt Gerüchte, die diese Theorie stützen. Hör niemals auf Tratsch, Leonardo. Das bringt dir nur Ärger ein. Ein guter Rat. Immer schön, dass er das erzählt, was wir in der letzten Sequenz gemacht haben. Ja, jetzt haben wir alle Videos. Ich bin bald wieder da. Nee, die Gefälle hatten wir noch nie. Die sind neu. Es dauert einen ganzen Tag. Muss man schon viel Geduld haben. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. So, das hätten wir jetzt alles. Nein, das wäre falsch. Entschuldigung, dass ich gerade im Kreis gelaufen bin. Ich möchte nach rechts. Hallo, willkommen bei den Assassinen. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Dankeschön. Ein neuer Assassine für uns. Und da sehe ich einen Schatz funkeln. Mein Schatz. Aber jetzt darf ich da wohl hin. Ja, das sieht gut aus. Aber ich habe gerade meinen Pfeilhagel verschwendet. Ach, das ist aber nicht so schlimm, weil der Typ da oben ist. Moment, die Kapuze. Weißt du? Nummer 1. Wieso er immer nach rechts schlägt, verstehe ich nicht. Hä? Avanti! Assassinen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Das sind mir gerade ein bisschen zu viele. Alter, das kotzt mich an, dass man die schweren Waffen nicht kontern kann mit den großen Waffen. Ich habe doch auch ein großes Schwert.
Alter! Bitte! Wieso wirft er denn das Ding da hinten hin? Was ist denn heute hier mit dem Spiel bitte los? Er wirft die Dinger die ganze Zeit dahin. Ich verstehe es nicht. Was soll denn denn ist, dass er das Ding da hinten hinwirft? Was bringt ihm das denn bitte? Hä? Was ist denn heute los mit dem Assassin's Creed bitte? Ey, wir sind berühmt, habt ihr gehört? Ja, ist klar. Wo ist der andere? Der ist da oben drin. Der verliert jetzt. Schade, da komme ich nicht hoch. Oh, Ezio. Gewonnen, du hast verloren. Alle Borgia-Türme sind zerstört. Ja. Beziehungsweise erobert. Huhu. Ich freue mich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es sind nur noch zwei Aussichtspunkte. Der da rechts und der da unten. Gut. Das gefällt mir. Ich kaufe erstmal das Aquädukt hier und das andere. Bevor wir irgendwelche Geschäfte kaufen, weil ich das Geld hier brauche. Ach, Hilfe, es ist alles so sinnlos irgendwie. Ich darf hier mit dir reden. Ja, sag ich doch, die werden ja immer teurer alles, ey. Je mehr Geschäfte man besitzt, alles wird teurer. Das Vergnügen ist bei mir, mein Herr. Dann ist es noch eins hier hinten. Oder? Oder ist das jetzt repariert direkt? Das war die falsche Richtung, oder? Ja, das war die falsche Richtung. Ich muss nach rechts. Augenblick nur als Beweis, dass der letzte Borgia-Turm weg ist. Dem... Und bam bam ba. Alles geschafft. Alle Borgia-Türme geschafft, so rum. Dann müsste hier noch ein Aquädukt sein, sag ich ja. Glaube, an diese Stelle könnte ein Fenster passen. Und den. Und jetzt kommen wir erst an den merkwürdigen Aussichtspunkt da. Über die Leiter. Diesen merkwürdigen Aussichtspunkt, die gelegenen Aussichtspunkt, meine ich. Die man erst in Sequenz 7 erreichen kann. Garantie auf Lebenszeit. Hopsala. Hat er sie noch an? Und jetzt gehen wir hier hoch. Und können den Aussichtspunkt erreichen. Und synchronisieren. Und hops, das sah. Ey, jetzt hänge ich wieder hier unten drin fest. Ey, es kann's nicht sein. Ich hänge so oft hier unten drin rum. Körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Jetzt komme ich an die Schätze dran, aber da wollte ich gar nicht hin. Oh, 1500. Ein siebentägiges Pastafest angekündigt. Wieso ich den Typen hier unten Klassler verstehe, würde ich mich mal interessieren. Och, Ezio.
Er braucht doch nur gerade außen da rausspringen, dann hat er es doch schon wieder halb geschafft. Lieber hier hin. Ich glaube, das ist einfacher. Ja. Ja, zum Glück hier raus. Wo ich das erste Mal da unten drin war, bin ich nie wieder rausgekommen. Wie ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe. Das war vielleicht blöd. Jetzt kaufe ich noch die Geschäfte, dann endlich die Folge und dann machen wir in der nächsten Folge das nette Versteck von Romulus, was hier ist. Oh. Money, money, money. It's so funny. Und Geld wurde eingezahlt. Können wir direkt mitnehmen. Und refinanzieren. Alle Banken. Das ist doch schön, wenn man alle Banken hat. Man überlegt, dass man mit 200 Florin anfängt, alle 20 Minuten. Wenn wir jetzt bei mittlerweile fast 16.000 sind. Fast 16.000? Wirklich fast. Wieso ist das denn hier hinten so versteckt am Tor, bitte? Kommt, Freunde! Was auch immer euer Künstler. Und jetzt noch den Schneider, dann haben wir hier auch alles gekauft. Der hat irgendwelche Rückenprobleme, so wie der gelaufen ist. Ach, da ist er doch schon gewesen. Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzurunden. Schön. Da ist das Versteck von Romulus, aber das werden wir in der nächsten Folge von Assassin's Creed Persona mal. Ich weiß, heute ist nichts heute in dieser Folge ist nichts Spannendes passiert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, haut rein, euer Heinzelmann. Ciao.